Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Zenless Zone Zero. Ich begrüße euch mal hier in der, ich weiß nicht mal wie der Ort heißt, ne, wo die Höhle 0 ist, und zeige euch mal hier so ein bisschen, was ich auf Screen gemacht habe, bevor wir anfangen. Ne? Wir haben hier wieder, das sind ja die ganzen, ich weiß nicht wie die Dinger heißen, die Blessings nenne ich die mal, ne? Und keine Ahnung. Ja, da haben wir ja, glaube ich, freigeschaltet, haben wir, glaube ich, letztens gesehen, ne? Und da werden sozusagen alle Sachen angezeigt. Das habe ich alles freigeschaltet, ne? Und dann habe ich hier noch weiter gemacht, ne? Das war die Höhle 0 hier, die erste Zone. Da habe ich jetzt auch die ersten beiden gemacht. Ich habe mich schon an den dritten versucht, aber da ist noch ein bisschen heft, weil das ist Level 35 und ich bin noch Level 30 maximal. Von daher geht das noch nicht, ne? Und ja, hier habe ich auch ein bisschen dran gearbeitet. Und ja, bisschen gefahren zu oft gerne den Dingern, ne? Ich habe die ganze Zeit die Aufnahme immer nebenan angehabt, für den Fall, dass irgendwas passiert ist, ne? Wir, als wir hier in die erste Stufe gegangen sind, da haben wir ja auch ein bisschen hier Cutscenes und so gehabt, aber da ist nichts mehr passiert. Also ja, und deswegen habe ich halt offscreen gemacht. Am Ende muss man gegen diesen Schlechter hier wieder kämpfen hier aus der Story. Und ja, ich bin mittlerweile Level 30. Ich habe alle meine Agenten auf Level 30 hochgelevelt. Und einige Charaktere sogar die Fähigkeiten auf Level 5, was das momentan Maximum ist. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich wieder in der Story weit genug bin, ne? Und ja, ich bin, glaube ich, sie und Anton hier, ne? Weiter am Level, ne? Das sind die einzigen, die, glaube ich, noch fehlen. Ja. Ja, sie und Anton sind die einzigen Charaktere, die noch fehlen. Und für die brauche ich eigentlich immer nur Danny. Also die Währung in diesem Spiel. So, Ausrüstung habe ich ja nichts hochgelevelt, glaube ich, ne? Aber nichts Neues bekommen und so. Ich weiß sowieso nicht, ob ich die blauen Dinger ja auch hochleveln will. Das sind ja nicht so dolle eigentlich, ne? Aber ja, gut. Und ja, ein übliches, ne? Energie verbraucht oder Batterien oder wie auch immer. Ich habe ein paar Gedenkmünzen gefunden im Laufe des Spiels. Ich habe einige von diesen Dingen hier erledigt, hier von diesen Mini-Quests. Kann ich auch mal zeigen, was ich alles schon habe, ne? Nämlich hier die ganze Zeit rumgerannt bin und allen möglichen Leuten geholfen habe. Wow, ich habe schon eine Menge Leute. Die habe ich irgendwie nicht. Die ist so gruselig, ne? So, da kann ich leider noch nicht weitermachen. Da muss ich erst weiter in der Story sein. Und das ist unser Plan heute, ne? Ein bisschen weiter in der Story zu gehen, ne? So, die Zeit geht jetzt auch immer wieder weiter. Das ist gut, ne? Bin ich gut. Und ja. Sonst ist eigentlich, ich habe eigentlich meine Runden hier immer so dreht, ist schon so ungefähr eine Woche später. Ich habe ein paar Videokassetten, habe ich jetzt mehr, was auch nicht schlecht ist. Ach, das ist der Serra, das ist der Ladebildschirm des Spiels. Oh. Da haben wir auch so einen kleinen Fernseher, glaube ich, ne? Mir nie aufgefallen. So, wir machen ein bisschen die Story weiter, weil ich sehen will, was hier noch so passiert. Es gibt schon wieder eine neue Runde, wo man hier wieder Kassetten bekommt. Weiß nicht. Aber ich glaube, das habe ich schon letztens gesagt, ne? Vielleicht ist das doch noch nicht so lange, seit ich aufgenommen habe. So, sie ist immer noch in der Gacha. Hier ist ein Event irgendwie gerade am Starten. Also da muss ich Kapitelpause, Kapitel 2. Das sehe ich überall irgendwie. Also ich glaube, das ist auch hier, ne? Ja, Kapitelpause, Kapitel 2. Da muss ich ja noch ein ganzes Kapitel spielen und dann die Kapitelpause erreichen. Mein Gott, das dauert ja auch ewig. Und ja, deswegen will ich die Story ein bisschen weiterspielen, ne? Weil wir hier weiterkommen müssen, ne? Weil sonst sind wir wieder am Feststecken. Ich kann nicht meine Charaktere weiter hochleveln, über Level 30. Deswegen los geht's, ne? Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe, dass du, dass das Internet-Ansehen von Danilo befördert worden ist. Wie war es? Ist die Prüfung gelaufen? Kinderleicht. Wenn wir schon dabei sind, kommen wir doch mal zum vorherigen auf. Wolltest du nicht für mich eine Party schmeißen? Ich bin hier, um dir von einem neuen lukrativen Auftrag zu erzählen. Das ist die beste Art zu feiern. Dieser Auftrag besteht im Wesentlichen darin, zur besagten Höhe zu gehen und eine Ladung ausrangierter Baumaterialien zu beseitigen. Dieser Bereich ist für viele Bautruppen, die für den Weg zu eurer Baustelle sind, ziemlich wichtig. Ich habe gehört, dass das neue Metro-Bauteam regelmäßig dort durch muss. Was das Metro-Bau, was den Metro-Bau angeht, habe ich, habe ganz vergessen zu fragen. Hast du Cunninghurst dabei geholfen, Vision Industries zu Fall zu bringen? Ha, ich verstehe, was du meinst. Keine Sorge, ich will mich nicht in diese Arbeit einmischen. Das hier ist nichts weiter als eine lockere Unterhaltung. Seitdem wir schon insolventen gegangen sind, bin ich damit beschäftigt, mich um das Chaos zu kümmern, das durch den Vorfall im Internet entstanden ist. Jetzt, wo das Metro-Projekt den Besitzer wechselt, werden die Kosten in vielerlei Hinsichten neu gemischt.
Oder sonst hätte ich diesen Reinigungsauftrag für dich bekommen. Ein Auftrag, der einen gewissen Internetansehen erfordert. So hat es der Auftraggeber ausgedrückt. Aber natürlich kann es nicht schaden, vorsichtig zu sein. Schließlich sind die Höhen nicht gerade für ihre Sicherheit bekannt. Eigentlich hat es doch etwas Gutes, wenn der Auftraggeber etwas mehr Arbeit erledigt haben möchte. Je höher die Anforderung, desto mehr die Bezahlung, nicht wahr? Desto höher die Bezahlung. Wenn du diesen Auftrag annimmst, kannst du dir die Bonus zu einem Namen machen. Okay. Gut, dann mache ich vielleicht gute Nachrichten. Es ist eine Schande, dass ich mir heute nicht die Zeit nehmen kann, meinen Kaffee zu genießen. Ich muss mich um etwas anderes kümmern. Shepard kippt seinen Kaffee runter und geht. Also er trinkt den, ne? So, jetzt sagen wir nicht, ich muss eine Nebenquest machen. Ich will jetzt eigentlich hier die Story weitermachen, ne? Ja, scheint Haupthandlung zu sein, ne? Aber ja, noch ewig da, bis ich das zweite Kapitel ganz abgeschlossen habe und dann auch noch die Kapitelpause erreicht habe. Ja, wird doch ewig dauern. Ich glaube, dabei muss ich die erreichen. Ich habe noch nicht mal den 8. Ich glaube, ich habe noch nicht mal den 8. Part hochgeladen zu diesem Zeitpunkt. Ein neuer Auftrag. Es ist wahrscheinlich, dass es bei einem Auftrag um einen Fall der Sicherheitsbehörde. Muss mir ja nicht immer sagen. Ich bin voll da. Ah, guck mal hier. So, ah, Kapitel 2. Ich bin in Kapitel 2, ha. Okay. Etwas völlig außer Kontrolle. Dann kann ich euch mal meine Charaktere zeigen, ne? So, rocken wir mal ein paar neue Charaktere. So, ein bisschen Abwechslung. Wenn ich die Charaktere schon alle Level 30 habe, ne? Dann benutzt die auch. Also. So, Koleda habe ich sehr oft benutzt auf Screen. Noch schon Bock mit der zu spielen, mit ihrem explosiven Hammer. Von daher sehr cool. One day and then another day. Ich sollte ja eigentlich voll durchbrettern, weil meine Charaktere so stark sein können, wie sie eigentlich nur sein können, ne? Außer vielleicht auf die Ausrüstung. Ich bin noch nie im Leben schon in Kapitel 2. Ich bin nur irgendwie 87% irgendwie laut PlayStation. Ich dachte, ich bin 87% in Kapitel 1 gerade. Was bedeutet, ich bin noch in Kapitel 1, ne? Außer Kapitel 2 ist super kurz, was ich nicht glaube. Ich stelle mir an irgendwie so eine Handlungsstrang wie mit den Cunninghairs hier zusammen. So vor irgendwie. So etwas relativ Wichtigeres. Ja, ich kann auch nach rechts gehen, also. So. Boom. Pust. Ja, ihr Spielstil ist irgendwie ziemlich easy. Also jedes Mal, wenn sie mit dem Hammer aufschlagen, muss man eigentlich nur 3 drücken, um eine Explosion auszulösen. Und sie ist irgendwie voll schnell darin, irgendwie die Schilde von Gegnern zu brechen. Damit die irgendwie so betäubt werden. Dass sie diese Leisten für HP leisten. Was ein bisschen krass ist. Also ich muss immer nur den hier machen. Und wenn ich 3 drücke, dann macht sie den hier. Und wenn ich hier nach drücke. Wenn ich hier nach 3 drücke, dann explodiert der Hammer. Ein Angriff verwirrt mich aber irgendwie. Angeblich soll man nach dem 4. Angriff auch nochmal 3 drücken, ne? Dann macht sie den, ja. Dann explodiert sie auch mit ihren Hammer, ne? Also den, ja. Boom, ne? Da soll man 3 drücken anscheinend, ne? Aber jetzt drücke ich nur 4. Ich drücke jetzt nur 4 die ganze Zeit, ne? Und sie macht trotzdem den Angriff. Ja, verstehe ich irgendwie nicht. Ob ich jetzt 3 drücke oder nicht, sie tut so oder so ihren Hammer zum Explodieren bringen. Ja, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber meistens mache ich immer nur 2 Angriffe und dann den hier. Ja, wenn sie einen Angriff hier aufgeladen hat, hier ihre Fähigkeit, dann macht sie natürlich noch mehr Schaden. Also sie sind lila im Balken unten rechts. So, wow. Hey, was geht, na? Ich glaube, Waffen habe ich irgendwie nicht so hoch gelevelt. Ich brauche eigentlich immer nur Geld. Geld ist immer das, was ich brauche. So Materialien jetzt zum Hochleveln und so was alles brauche ich alles gar nicht. Oder Skills zum Hochleveln. Ich brauche eigentlich immer nur
Geld hier. Ich wollte immer nur Dennis. Und ich weigere mich, Dennis irgendwie zu farmen mit Energie, also dieser Gacha-Energie, die du brauchst hier pro Tag. Weil das weiß ich von Mihoyo Games, nämlich Geld bekommst du durch wortwörtlich allen anderen Quellen. Also dafür extra hier Energie zu verbrauchen, ist ein bisschen Verschwendung. Also kriegst du durch so viele anderen Quellen Geld, kriegst du ja weil nicht. Wir nehmen mit diesem Hund hier redest einmal pro Tag, indem du hier Missionen erledigst zum ersten Mal und so, kriegst du viel zu viel Geld. Das ist genau wie mit dem Erz in Genshin Impact, ne? Da kann man ja auch irgendwie seine Energie in Erz hier umwandeln, ne? Zum Aufrüsten von Waffen, aber da kann man auch einfach nur Erze farmen. Geht man natürlich weniger, aber sind wir noch bei nicht Verschwendung, finde ich. So. Okay, irgendwie komme ich hier nicht weiter, muss ich hier hin. Die Bretter werden kein Widerstand. Alles klar. Wäre noch schöner. Bretter, die mich angreifen. Okay. Ich habe gerade ein Mädchen mit einem Hammer dabei. Soll ich passen, ne? Nice. Ah, Zerstörung. Wo ist noch was? Jetzt meine Ult mit dir einsetzen, ne? Was war hier? Da. Ja, einen Angriff gemacht, schon wieder weg. Naja, und Quests habe ich natürlich auch auf Screen gemacht, ne? So Weltquests hier. Also, ich mache eigentlich alles auf Screen, was keine Dialoge hat, sozusagen. Geht auf das Ding da unten los. Ah. Oh nein. Ja, ich sehe schon, was ich machen muss. Ja, alles klar, klar, alles klar, alles klar. Alles klar, mach du das. Du hattest mich schon bei Kisten kaputt machen. Und ich glaube, man kriegt diesen Bär-Typen. Ja, ich glaube, man kriegt diesen Bär-Agenten, wenn man irgendwie die Story weiterspielt. So als Belohnung hier, wenn man hier diese Herausforderung. Ja, ich doch, wow. Ich bin einfach hier Laser durchgedodged. Was hier? Ich meine bei denen, ja. Mein Gott. Ich habe nämlich mal bekommen diesen Ben Bären Typen. So. Ich muss doch ganz sicher dich benutzen, um mir die Dinger kaputt zu machen, ne? Guck mal her. Hallo? Kommst du mal her? Dann muss ich irgendwo anders hin. Nee, ne? Muss ich bestimmt benutzen, damit du die Dinger kaputt machst, ne? Bellabock Heavy Industries, genau. Da wäre ich gar, ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, den Bären zu haben, weil sie... Ich habe bei ihren Fähigkeiten gelesen, sie hat wortwörtlich Fähigkeiten, die nur aktiviert werden können, wenn der Bärkollege ja in ihr Team ist. Ihre Ultimate ist zum Beispiel anders. Das auch zu wecken.
Sobald die Portierung des Plugins abgeschlossen ist, kannst du die industriellen Sprengstoff zur Zerstörung von Hindernissen nutzen. Aber seine Begegnung mit einem von den Korrosionen befallenen Bambu birgt ein gewisses Risiko mit sich. Ja. Portiere seinen Plug. Witzig. Oh Mann. Komm. Ja, ich sehe es. Bist du Paimon von diesem Spiel sein? Oh mein Gott. Ja, okay. Mein Gott. Ja, Fairy tut mir jetzt hier nicht wirklich. Wie weit explodiert das? No, Bomberman Range. Welche schubsen die Dinger? Na, wie kann ich die Dinger benutzen? Okay. So, kannst du mal ein bisschen zielter? Oh, danke. So, Danny, hoa. Ich habe erst gedacht, ich habe voll den Farming Trick irgendwie herausgefunden. Ich dachte, man kann Danny farmen, aber irgendwie nicht. Hatte ich gerade. Aber ich muss ihn damit erledigen. Ach, ich kann. Mein Gott, ich kann die ganze Zeit hier. Ich muss schon sagen, wir spielen echt hier Bomberman. Der tut sich hier die ganze Zeit selber in die Luft jagen. Nicht mehrere von den Dingen platzieren. Nein, jetzt habe ich das gar kaputt gemacht. Nein. Ah. Und er hat sich hier selber kaputt. Mein Gott, ich habe den keinen zum. Hey, was geht, ne? Was ist das? Abgestaubt. Okay. Yay. Ich habe erst gedacht, irgendwie man kann irgendwie Dennis farmen, aber ich bin irgendwie einmal in ein bisschen noch mal reingegangen und habe irgendwie voll viel Danny zurückbekommen, aber als ich das zweite Mal reingegangen bin, habe ich die recht nur noch, weil nicht fast gar keinen bekommen. Aber ja, natürlich irgendwie zu schön gewesen, ne, wenn man ja Danny farmen könnte, ne? Oh. Ist eigentlich nicht so schnell, wenn ich hier was verpasst, ne? Wenn ich irgendwas verpasse, oder oben ist auch noch was, sehe ich gerade. Boom. Ja, man kann ja immer wieder in die Level noch mal reingehen, ne? Dann auf einen schwierigeren Modus, ne? Oder war halt bei einer normalen Mission. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nur bei den Hop, obwohl doch bei den Hop-Story-Missionen kann man, glaube ich, noch mal reingehen. Ne? So halt, dann sind die halt schwieriger und dann kriegst du halt noch mal Belohnung, was gut ist. Alles klar, die letzte Säuberung. Okay, kann auch unmöglich schon Kapitel 2 sein. Kann man irgendwie. Hey, was geht? Ich hab gerade geblockt. Da guck ich mal ihre Ultimate an, ne? Als sie ihre Ultimate nämlich eingesetzt hat, als wir sie bekommen haben, hat sie ja den Bären damit gehabt, ne? Aber sie hat wortwörtlich hier, das habe ich nämlich hier gelesen, sie hat wortwörtlich Angriffe, die nur eingesetzt werden können, wenn der Bär dabei ist, ne? Hier ist das nicht. Hier ist das, ne? Hier. Irgendwo hier. Ja, da, irgendwo, ich weiß nicht, wo das ist. Irgendwo habe ich das gesehen. Kettenangriff.
Kernfähigkeit. Eine andere Figur in einer Truppe, die selber Attribut. Nee. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Oh, ich bin mal Billy. Mann. So, hier, mein Gott. So. Wo war da nochmal? Also Kettenangriff zum Anwenden. Da, wenn Koleda und Ben zusammen im Kampf sind, führen sie beide einen koordinierten Angriff aus, der die Macht dieser Fähigkeit noch weiter verstärkt. Ja. Ich glaube, irgendwo anders war auch noch. Ja. Also, das ist ehrlich gesagt ziemlich cool, ne? Wenn man hier verschiedene Fraktionen hat, die alle sogar irgendwie hier. Also man hat echt wirklich irgendwie Grund, hier eine ganze Fraktion irgendwie hier zu holen. Also wenn ich jetzt noch einen Charakter hier von diesen Victoria Verein habe, aber ich müsste gar nicht erledigen, ne? Ich will aber erledigen. Ich sehe, ich muss gerade im Feuer retten. Also wenn ich alle Hausmädchen irgendwie habe, dann und die alle in ein Team reinpackt, dann bekommen die alle einen Bonus. Wenn ich alle Cunninghams im Team habe, bekommen die alle einen Bonus. Wenn ich alle Bellebock-Leute hier im Team habe, bekommen die einen Bonus. Und ich habe ja drei Leute von denen, wenn der Bär sich mir anschließt irgendwann. Ich habe ja Anton, ne? Ich habe Koleda und irgendwann bekomme ich ja Ben, nehme ich an, ne? Also irgendwann werde ich drei von denen haben. Das heißt, die drei kann ich dann in ein Team reinpacken, dann werden die auch stärker. Wenn ich ja drei Mädchen holen würde, dann hätte ich drei von diesen Hausmädchen. Und wenn ich die drei in ein Team packen, dann bekommen die auch einen Bonus, ne? Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich coole Funktion. Aber man irgendwie so einen Grund hier, verschiedene Charaktere irgendwie auszuprobieren. Anstatt einfach nur so, oh, dieser Charakter ist stärker, ne? Also pack den in ein Team rein, ne? So, wo habe ich das gesehen? Ich habe schon wieder vergessen, wo das. So, ich glaube Herausforderungen. Nein. Wieso finde ich das nie, wenn ich das hier mal sehen will? Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Hier war das, glaube ich, ne? Hier war das, ne? Ich weiß nicht, wie man hier reinkommt. Prüfung Nummer 5, da sind ja hier Ziele, ne? Da muss ich ja die ganzen Sachen machen, ne? Bestehe Shio-Verteidigung, verbessere die Passivkernfähigkeit eines beliebigen Agenten zweimal. Ich weiß gar nicht, wer geht. Da geht er noch gar nicht. Da müsste ich erstmal hier so was farmen können, ne? Glaube ich. Oh, dann kann ich da bestimmt bald farmen, ne? Habe ich eine neue Sache zum Farmen ausgezeichnet. Und ja, da ganz rechts sieht man Ben. Also. So, also ich nehme an, ihn bekomme ich dann, ne, wenn ich hier Haupthandlung Kapitel 2 abgeschlossen habe. Was cool wäre. So. Schwester Herz, was ist los? Wie sieht's aus? Weiß, hast du gerade Zeit? Kann ich mit dir sprechen? Ja, worüber willst du sprechen? Ja. Ja, es war Ausgabenbereit mit Kopfschmerzen. まあ、そんな苦い顔しないで。そこまで悪い知らせじゃないって私は思うけど。 Da kann eigentlich nicht sein, ich habe mehr Videokassetten. Aber ich habe die noch gar nicht alle benutzt, glaube ich. Bei den neuen. Weil manchmal verlangen die Leute irgendwie irgendwelche Genres, die ich noch gar nicht habe. Aber letztens habe ich irgendwie neue freigeschaltet. Und aber ich hatte schon Auftrag irgendwie hier im Auftrag. Deswegen konnte ich ihn noch nicht ausprobieren, glaube ich. Was
Was ist eigentlich der Sinn von Fairy? Ich finde irgendwie, sie tun irgendwie nichts Produktives immer hier einführen. Das war abstellen. Fairy, erklär mir das. よくわかりませんでした。ああ、こういう時だけ人工無能のふりをする。あんたがHDDをを制御できるのをいいことに、ほぼ24時間フル稼働させたから。Okay, mach mal Pause. Geh schlafen. Von unseren Nachbarn. Boah. Wir werden diesen Monat mit der Bezahlung der Hypotheken zu kämpfen haben. Wir können uns ein Elektrokabel von unseren Nachbarn borgen. お隣さんから電気を拝借できないかな。例えば電気コードを接続して Wo sind die überhaupt? Die sind einfach weg, ne? Ist gerade aufgefallen. Gibt es eigentlich 4 Mitglieder von jeder Fraktion bisher? Es gibt 4 Cunninghams, ne? Also Billy, Anbi und Nicole. Dann der Komata, ne? Es gibt 4 von diesen Hausmites hier. Der Wolf gehört, glaube ich, auch zu denen, ne? Ne, von Sokako gibt es noch niemanden, ne? Diese Monsterjäger hier aus der Höhle 0, ne? Davon gibt es ja auch gar keinen, glaube ich, ne? Es ist auch nur eine Möglichkeit, die wir herausfinden, wer dieser Kunde ist. Fairy, mach dich dran. Ich bin drin. つまり、ということ依頼元のインターンのットアカウントは投稿の前日に新規作成されたものです。アイコンには明確な被写体のない低解像度の画像が使われています。ネット上に類似する画像がないため、これはユーザー本人が撮影したものと推測されます。前都市のストリートビューおよび 地面の現在量データと照合した結果、この写真に写っている場所はヤヌスクの教会に位置する。あ、まだ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 
Irgendwas Industry. Definitiv nicht Bällebock in Japanisch. Diese dummen Kinder, Mama hat die Klamotten von den von Krack aus Undertale. Mama ist ein CEO. CEO. Müssen wir also sagen, wir haben die Technologie. Warum ist der Typ so buff? Gau. Ja, ne? Warum sitzt er neben den Kindern? Geh weg von denen. Warum ist er ja voll im Villain-Mode? Der sagt genau gleich wie vorher. Boah, so dumme Kinder. So einfach manipulierbar. Daumen nach oben von Anton. Yeah. Was er sagt. Gott, die Augen. Wäre das wirklich ins Kinderprogramm hier? どう、どう安藤君。子供たちが怖がっちゃう顔よ。いちいち喋り方がうさんくせんだよ。着ぐるみなんぞに隠れてねえで。いや、そんなこの、コンコレンスね。そんな。スカ。ライオンだと。 Ja, ne, das ist irgendwie merkwürdig, ne? Lang lebe der König. Diese Sendung ist kacke. でも意外白銀重工にも割と好感度高めなイメージだったのに、この地下鉄改修プロジェクトまだまだ波乱がいっぱいありそう。マスター、
Er hat uns kontaktiert. Aber Bell, das Geld. Und ich brauche Geld. Bell. Okay, danke. Okay, wo ist mein Geld? Ich dachte, ich habe Force was bekommen. Boah. Ich war verkackäppelt. Okay. Also da stand gerade irgendwas, habe ich nicht gelesen. So, mit wem muss ich mir treffen? So, wer oder was ist es? Ah, habe ich mir schon fast gedacht, dass er es vielleicht sein könnte. Okay. Wer furzt da gerade? Ein Verdächtiger ist gebangen. Was? Der hat doch gar nichts gesagt. Den kennen wir doch aus dem Fernsehen. Massiger Mann. Ja,
Schrei laut auf. Also mein Charakter gerade geweigert zu sagen, was ich will. Er war mit dem Rücken zu uns gedreht. Was hast du gehört? Ich dachte, wir haben irgendwie so ein Ding im Ohr oder so mit uns. Präsidentin. Oh, Baustelle? Das Kollege, Präsidentin. Er sagt, für Ben ist irgendwie der Leiter oder irgend so was, ne? Bella Bock. Okay, triff Anton auf dem Parkplatz. Oh, habe ich hier durch Geld bekommen? Okay. Neuer Ort zum Besuchen. Oh. Ist ein Ding vorbeigefahren. Das war schön.
Alles klar. Der Typ ist viel zu groß. Der passt doch nie im Leben da rein. Okay. Sollen wir auf den Weg machen? Muss ich ja doch. Neues Gebiet. Ey. Oh, Kapitel 2. Ein Ruf aus dem Herzen der Höhle. もう着くぜ。社長はすぐそこだ。まだ若いが110のってOkay, sie gehört auch dazu anscheinend. Oh, da ist er. Nice. Ja, ich habe schon gedacht, ne? Konnichiwa. Ich wusste es. Voll der freundliche Typ. Er ist doch Kollege, ne? Ja, sie ist ein 5. Sie ist ein S-Rang-Charakter. Also war ja klar, ne? ミットモネートコを見せちまったな。うちへの信頼が揺らいでねえといいが。安藤から連絡は来てる。お前ほどのできるプロ棋士が力を貸してくれると聞いて、みんな内心ほっとしてたところだ。パスなりし、ホーグレベルタップンゾーね。それで、俺が。これが敵のしつこい妨害のせいで、なかなか手こずっててな。 社長、プロ棋士さんの前であいつらを敵呼ばわりするのはどうなんだ。おい、ベン、甘えたこと抜かしてんじゃねえぞ。あのクソ野郎どもはこれまでも散々汚ねえ真似をしてきただろ。あんな奴らに気使うことはねえぜ。それにな、依頼を受けた瞬間からプロ棋士は俺らの兄弟になったんだ。 兄弟に隠し事はしねえもんだ。ああ、クラバーの日々です。あのチームグッド。安藤さんも言う通りだ。これから手を組むんだから他人競技はやめてくれ。おお、いいこと言ってくれるじゃねえか、プロ棋士。そのだ。我が社は機械製造と建設業をやっている、いわゆる新興企業だが、 近頃は業界でもある程度業績を上げていて、それが地下鉄改修プロジェクトの請負に繋がったわけだが、それ以来俺たちは財力のある大手競合他社にとって目の上の小分になった。奴らは未だにプロジェクトの請負を虎視眈々と狙っている。俺たちがビジョンのようにスキャンダルで失脚するのを待ってるんだ。 奴らは手始めに銀行を買収し、我が社に低金利で融資するのをやめさせた。次にチンピラを送り込んできて、工事現場をめちゃくちゃにした。その後建築確認済み証と消防同意の審査をあの手この手で。なんかあの、スカー。テレビ番組で小細工を仕掛けて。そんな時期にうちの工事現場で事故が起こったんだ。 先週子供たちが3台もコロの中で行方不明。なあ、コミッション Spiel。
Ich weiß nur, ihr habt Technologie auf eurer Seite. Ich glaube nicht. Intelligente Maschinen, die gerade abgelaufen ist. エーテル侵食に耐えうる性能はもちろん、あの子たちはその知能も特別だ。ホロー内の環境に合わせて自律的に作業ができる上、さらに特性の言語モジュールを搭載しているから音声対話も何のその。あの子たちはずっと私が世話をしてきた。メンテナンスやアップグレードはそもそもプロトタイプの技術を土台に。 各職種の需要に応じた。私にとっては我が子も同然なんだ。それが数日前、論理コアを更新してあげた直後のことさ。ホローの中で作業をしていた3台の子供たちが。待って待って、待って、3人の子供たち。わあ。 はい、エーターでコリディア。ただ、それが今の白銀重工となれば、上げ足取りには格好の材料だ。知能重機の性能は十分だったと思うけどな。わざわざ更新。なんて、皆さんの人、自社愛せん。 Es war gefährlich. Kleine Erze. それに美しく、たくましい機械にはその機械をただの資産として見なきゃいけねえんだろうが、あんなバカ高え知能機械をなくしたら大損だ。敵の問題があろうがなかろうが見つけるに越したことはねえんだよ。そういうわけだ、プロ騎士。行方不命の重機3台を捜索するためにフォローの奥までガイドがいる。これがうちらの依頼だ。うち2台の位置はざっくりだが当たりがついてる。他に知りたいことがあれば Gracia, Okay, ein echtes Biest. Okay, oh, da ist noch einer. Boah. Oh, dann reden wir mal mit allen von euch, ne? Da hinten sehe ich, glaube ich, eine Kiste. Proxy, kleine Erbse hat dich hierher geschickt, um Details über den Auftrag zu erfahren, richtig? Ich habe die ungefähre Position einer schweren Bohrmaschine lokalisiert. Wenn du bereit bist, können wir jetzt losfahren. Wenn es Informationen über den Standort gibt, ist es viel einfacher. Kein Problem. Übrigens, Fox, ich habe gehört, du kannst dich mit deinem Bango synchronisieren. Welche Veränderungen habt ihr am Bango vorgenommen? Wie hast du die spezielle Protokolle der Marcel-Gruppe umgangen? Wie fühlst du dich, wenn du dein Bewusstsein in einem Bango hast, die Zuordnungslogik der Nerven ist? Ah, Entschuldigung, ich habe fast vergessen, dass ich diejenige sein sollte, die Fragen beantwortet. Was auch immer, wie auch immer. Wenn es in Zukunft für eine Gelegenheit gibt, bitte lasse ein kleines Bango. Lass mich ein kleines Bango untersuchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem zustimmen sollte. Ich schicke dir Daten der Bohrmaschine später. Falls du noch etwas wissen willst, kannst du mich gern fragen. Okay, ach, die müssen dann alle dann. Okay, das sind alles drei Aufträge dann. Hey Proxy, ich habe gerade einer der vermissten Geräte den schweren Greifer geortet. Wollen wir jetzt aufbrechen oder willst du mich noch etwas fragen? Ich wollte schon die ganze Zeit fragen. Oh, du hast mich also auf der Straße selbst Gespräch führen sehen. Darf ich vorstellen, das ist mein Bruder, mein Presslufthammer. Wenn wir nachher in der Höhle gehen, sollte ich ihn von Grace justieren und in Topform bringen lassen. Das ist also dein Bruder. Das ist beides genau gleich. Er arbeitet tagtäglich an meiner Seite. Natürlich ist er mein Bruder. Er ist mein Bruder. Und für jemanden wie mich, der kein guter Denker ist, ist mein Bruder auch ein hervorragender Gesprächspartner. Warum sind hier alle solche Freaks? Ich wollte einen echt guten Eindruck gelassen. Also habe ich ihn nicht mitgemacht, als ich dich heute Morgen aufgesucht habe. Dann habe ich mich aber ganz schön seltsam ohne ihn gefühlt. Also hast du mit deinem Bruder geredet, der gar nicht da war. Wohl, das ist eine schreckliche Sache. Ich
bin ja jedenfalls bereit. Wenn du noch etwas fragen möchtest, nur raus damit. Wir sind auch alle im selben Team. Weiter fragen. Ich frage lieber nicht. Okay. So, und ihr beiden. Ehrlich gesagt weiß ich, dass Grace etwas auf dem Kasten hat, aber hat sie sich nicht in letzter Zeit zu sehr mitreißen lassen? Muss man einer Kehrmaschine wirklich einen sprachgestörten Kochfunktion verpassen? Wer will denn ein Ei kochen, während er den Boden kehrt? Und muss intelligenten Maschinen wirklich das Singen beigebracht werden? Sie hat geschworen, dass ihre Arbeit nicht beeinträchtigt, aber innerhalb einer Woche wurde es auf der Baustelle zugehen wie in einer Disco. Dieser Code, den dieser Dude hinterlassen hat. Ich habe ja unzählige Male gesagt, dass sie sich damit gerne näher auseinandersetzen kann. Aber warum muss er auf Filmprodukte geklatscht werden? Der Code wird wahrscheinlich auch als ein Unternehmensvermögen betrachtet. Grace möchte auch nur das Beste aus allen herausholen. Oh, entschuldige, Präsidentin, das hätte ich lieber nicht sagen sollen. Oh, Proxy, du bist hier. Na, hast du schon mit Grace und Anton gesprochen? Ich habe mit beiden gesprochen. Dann solltest du ein bisschen mehr über unsere Firma und die intelligenten Maschinen wissen. Bei den drei verschiedenen verschwundenen intelligenten Maschinen handelt es sich um eine Bohrmaschine, einen Greifer und eine Ramme. Die Bohrmaschine und der Greifer wurden bereits lokalisiert, aber die Ramme hat sich weiter entfernt, sodass es eine Weile braucht, bis wir sie finden. Möglicherweise brauchen wir auch deine Hilfe. Lasst uns auf dem Weg machen. Das ist schon wieder falsch. Und diese beiden Maschinen zurückholen. Wenn wir sie haben, können wir unseren Fortschritt aufholen, den wir diese Woche einbüßen mussten. Schon eine Menge Sachen, die hier falsch geschrieben worden sind oder grammatisch falsch. So, da hinten ist eine Truhe gewesen, oder? Ist ja auch eine. Ja. Das sind alles Truhe, ne? Position des Lasters wurde gemeldet. Wenn ich noch ein paar von dem finde, kriege ich vielleicht noch ein Level up. Ist wahrscheinlich auch wieder Sachen hier zu erkunden. Ich weiß gar nicht, wie viele Erfahrungspunkte. Nee, ich krieg nie im Leben genug Erfahrungspunkte. Badezimmer. Da ist ein plumps Klo. Ich meine ein Dixie-Klo. Ist noch mehr. Oh, mehr Geld. Ich werde meine Charaktere ein bisschen hochklemmen. Nee, dann werde ich definitiv. Ich meine, ich werde wahrscheinlich wieder vorgeschriebene Charaktere bekommen, ne? Für die ganzen Story-Quests, ne? Ich muss doch gar nicht hier machen, genau. Ich muss ja wieder in meine Bude gehen und das da machen, ne? Ich weiß, hier oben ist Robert. So, Specht, Elektro, was? Okay. So, oh. Ach, die müssen noch erstmal. Viele Charaktere laufen noch weiter herum, wenn wir ja mit der Story fertig sind, weil die Cunningers, die tust du nirgendwo mehr finden. Ich hoffe, das wird so in Honkai wie in Honkai Star, wo die Charaktere auch einfach so rumlaufen durch die Gegend. Ja, schon mal zurückgehen. Parkplatz. Ich nehme an, ich muss jetzt hier reingehen, ne? Am nächsten Mal. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, bevor wir den Part beenden, ich habe nämlich wieder hier für den Bang Boost habe ich wieder genug. Für den werde ich immer genug haben, habe ich so gefühlt, ne? Also können wir weiter die Gacha spielen, ne? Weil warum denn nicht, ne? Gut. Kriegen wir zwar neue Waffen, was ein bisschen doof ist. Ah, was soll's, ne? Gut, rein da. Boom. Wir sind etwas Gacha-Spiel, ne? So. 3 A-Rang, meine Güte. Das sind 3 Bongos. Ja, einige von denen habe ich ja noch nicht auf Maximum Level. Aber passiert, wenn ich einen von denen irgendwie zu 4 bekomme? Papierbo, was passiert, wenn ich einen von denen irgendwie mehr als, ich weiß nicht, als ich upgradebar habe hier bekomme? Also wenn ich die doppelt bekomme. Also wenn man die doppelt bekommt, dann kann man die hochleveln, aber was passiert, wenn ich das Maximum von dem ab?
mich dann auch wieder Kompensation für. Ich finde ein bisschen unspektakulär mit diesen Hasen, wenn ich ganz ehrlich bin. Gehen ruhig mal irgendwie so eine, sind schon wieder drei. Gehen ruhig mal irgendwie so eine. Du bist, glaube ich, neu. Oder nicht? Tütebo. Ja, ich finde ein bisschen unspektakulär mit diesen Hasen hier. Ja, so gar nicht, ob ich schon alle Waffen habe. Ich glaube ja, ne? Kriegst jetzt immer die gleichen Waffen. So, jetzt nur drei Sterne Waffen, also boom, einer. Okay. Wir können noch mal jetzt zum Ding gehen, ne, um die hochleveln. Wo eigentlich ja nicht. Für Geld habe ich jetzt wieder. Kann ich vielleicht für eine Charakterie. Da ich habe wieder genug Geld. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes leveln wollte, ehrlich gesagt. Ich glaube die Skills, ne? Ne, solange ich noch so wenig Charaktere habe wie möglich, ist halt noch gut, ne, weil die noch sehr übersichtlich ist. Boss. So, so, ihn habe ich schon fast maximiert. So, weiß, wenn ich ihn jetzt nochmal bekomme, kriege ich wahrscheinlich Kompensation, ne? Ja, das kostet auch nichts. Was auch gut ist. Hm. So. Sehr gar nicht wenig habe und wenig. Hm. Wir sind ausgefärbt, ne? Mir fehlt von den Dingern ab, ey. Sollen wir die vielleicht aufsparen? Kann ich vielleicht meinen Inia hochleveln? Boah. Warte. Ja, da will ich nicht. War anderes. Ja, heute habe ich aber sagen, hier ist der Part zu Ende. Vielleicht werde ich noch, ich glaube, ich habe ein bisschen Energie, ne? Kann ich doch, ja, ich kann sogar zweimal, wenn ich mein Level hier hoch bekomme, ne? Level 31. Mache ich vielleicht noch dazwischen, ne? Bisschen Geld ausgeben für die Skills hier hoch zu leveln und so, ne? Und dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Wenn wir weiter mit der Story machen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr einen, lasst ein Like, ein Abo, Kommentar, würde mich sehr freuen, dass ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.